Hier ist ein Überblick zu den Formeln zur Berechnung von Umfängen und Flächeninhalten der unterschiedlichen Vierecke. Erst einmal nochmal diese einzelnen Vierecke. Wir haben Quadrate, Rechtecke, Parallelogramm, Raute, Drachen und Trapez. Das hatten wir auch schon in Klasse 5 und das hatten wir auch in dieser Sektion schon mal. Jetzt geht es aber wirklich konkret um die Berechnung von Flächeninhalt und Umfang. Fangen wir erstmal mit dem Umfang an. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Einfachere von beiden, was auch immer, ja, wo alle Schüler auch immer sagen, ja, Umfang kann ich auf jeden Fall berechnen, Flächeninhalt ist immer etwas schwieriger. Der Umfang ist immer sozusagen die Summe aller Seiten. Wenn du jetzt hier, wie bei dem Quadrat, das siehst du ja hier oben links, wenn du jetzt hier überall dieselben Seiten hast, dann kannst du einfach sagen 4 mal a. Also 4 mal die Seite a ist dann insgesamt die Summe aus allen Seiten. Du kannst hier auch hinschreiben, ist gleich a plus a plus a plus a. Um das zu verkürzen, sagt man einfach, naja, das ist doch einfach 4 mal a. Und somit hat sich hier auch schon der Umfang dann gebildet. Das ist noch relativ einfach. Jetzt gehen wir zum Rechteck. Das Rechteck ist eben kein Quadrat und deswegen muss man die einzelnen Seiten hier wirklich wieder addieren. Hier hat man a plus a, also 2 mal a, und man hat b plus b, also 2 mal b, also 2a plus 2b. Beim Parallelogramm ist es ganz genauso. Der Umfang vom Parallelogramm berechnet sich genauso wie das Rechteck, denn das Parallelogramm ist eigentlich ein Rechteck. Es ist nur oben etwas schief, als wenn da jemand gegengestoßen hat. Bei der Raute ist es so, da hat man auch wieder a und a und a und a. Die a-Seiten sind nämlich alle gleich lang, deswegen gilt es genauso wie im Quadrat hier 4 mal a. Dann haben wir den Drachen. Da ist der Umfang wieder so zu berechnen wie beim Rechteck. Das heißt, du siehst, es ähnelt sich hier alles so ein bisschen. 2a plus 2b. Und beim Trapez muss man definitiv alle Seiten einzeln addieren. Das geht übrigens aber immer. Also diese Formel hier gilt für alle. Wenn du jetzt hier nur mal eine andere Form siehst, dann ist das nur abgekürzt. Weil man hier dann sagt, naja, man muss ja hier nicht rechnen a plus a plus a plus a. Das ist einfach 4 mal a. Aber theoretisch ist diese Formel hier, die gilt zur Umfangberechnung bei allen, also bei Vierecken, Dreiecken, egal wo, das gilt immer. So, jetzt gucken wir mal auf die Flächeninhalte. Flächeninhalte berechnen sich ja eigentlich immer durch Länge mal Breite. Das heißt, wenn du hier zum Beispiel sowas hast mit a und da auch ein a, dann ist es einfach a mal a, ist a Quadrat. Hier hast du a mal b, also Länge und Breite ist unterschiedlich, deswegen kannst du nicht einfach schreiben a Quadrat, sondern du musst rechnen a mal b, ist auch noch relativ klar. Beim Parallelogramm geht es jetzt hier los, dass man sagen könnte, oh, okay, wie ergibt sich das jetzt? Ich habe das in einem anderen Video schon mal erklärt. Wenn du diese Höhe h hier einzeichnest, dann ergibt sich hier ein Dreieck. Stell dir vor, du würdest dieses Dreieck jetzt hier nehmen und auf die andere Seite hier so gegenlegen. Also ich zeichne hier mal so runter. So, dieses Dreieck kommt jetzt hier so dran. Schau mal, die Dreiecken sind genau gleich groß. Du würdest es jetzt hier einfach nur wegnehmen und rechts gegen machen. So, jetzt hast du hier theoretisch wieder ein Rechteck. Also könntest du jetzt hier sagen wieder Länge mal Breite. So, jetzt steht hier ein h dran und hier steht ein b. Also einfach b mal h, dann hättest du das Rechteck hier. Das war ja eigentlich gar kein Rechteck, sondern ein Parallelogramm. Aber, schau mal, die Flächen sind beide natürlich gleich. Ob ich jetzt hier dieses Dreieck hier links berechne, oder ob ich das jetzt hier einfach wegnehme und hier rechts dran packe, ist ja egal, das Dreieck bleibt erhalten. Somit bleibt die Fläche erhalten. Das heißt, die Fläche, entweder Parallelogramm oder Rechteck, sind beide gleich groß. Und deswegen kann man hier rechnen einfach Höhe mal Seite B. Raute, bei der Raute ist es so, da nimmt man den Durchschnitt in der Längs- und in der Höhenachse, also hier einmal die Höhenachse B und einmal die Höhenachse C und die Längsachse B. Und die rechnest du mal miteinander und nimmst davon nur die Hälfte. Das musst du dir einfach merken. Ich könnte dir das jetzt hier erklären, indem man jetzt sagt, okay, wenn man B mal C rechnen würde, also ich würde mir jetzt hier die Längsachse B wegnehmen und würde jetzt hier die Hochachse C dran packen. So, dann würde sich das hier ergeben. Wenn ich das jetzt multipliziere miteinander, hätte ich dieses Rechteck. Und in dieses Rechteck, also hier B und hier C, in dieses Rechteck würde die Raute zweimal reinpassen. Das heißt, dieses Rechteck hier ist durch die Multiplikation doppelt so groß wie diese Raute. Und weil das so ist, sagt man dann, okay, dann nehme ich halt einfach nur die Hälfte dieses Rechtecks. Also teile das hier quasi einmal. So, und dieser Flächeninhalt hier auf der linken Seite ist jetzt genauso groß wie eine so eine Raute hier. Deshalb 1/2 mal b mal c.
So, mach ich das wieder weg, nicht, dass dich das hier verwirrt. Jetzt gucken wir auf den Drachen. Der Drachen berechnet sich genauso wie die Raute. Brauche ich also auch nicht weiter erklären, ist auch wieder Längsachse mal Hochachse und davon die Hälfte. Und beim Trapez ist es etwas schwieriger. Da nimmst du hier die Seite A, addierst sie zu der Seite C, multiplizierst das Ganze mit der Höhe und nimmst davon die Hälfte. Tja, warum ist das so? Naja, man könnte jetzt hier wieder so argumentieren, die einzelnen Seiten hier so umlegen, zum Beispiel dieses hier wegnehmen und das hier auf der anderen Seite dran packen, dann fehlt jetzt hier aber noch ein Stück. Und das ergibt sich dann noch dadurch, dass man A plus C rechnet, also dieses C dazu packt. Du siehst also, das ist hier so ein bisschen Kuddelmuddel. Merkt ihr einfach, beim Trapez ist es so, die lange Seite plus die kurze Seite, also A plus C, das Ganze multipliziert mit der Höhe und davon die Hälfte, wenn du dir das denn merken kannst. Ansonsten guckst du immer noch mal in dein Buch, wenn sowas ansteht, dass du sowas berechnen musst. Ist ja auch nicht jeden Tag, dass man eben so etwas berechnen muss. Na gut, jetzt wollen wir auch mal was Konkretes berechnen, und zwar den Drachen von Jonas. Denn Sophie fragt, weißt du eigentlich, wie groß dein Drachen ist? Und Jonas antwortet, nein, das müsste ich ausrechnen. Das können wir leicht ausrechnen. Ich habe nochmal beide Formeln hier reinkopiert und vor allem auch nochmal den Drachen selber, wie der aussieht. Also, der Flächeninhalt eines Drachen, das ist ja die Frage danach, wie groß dieser Drachen ist. Das ist also die Frage nach dem Flächeninhalt des Drachens. Ist gleich A, oder ist A gleich 1/2, das ist gegeben laut Formel, mal C mal D. Was ist C, was ist D? Wir hatten in der anderen, auf einer anderen Seite in deinem Lernheft, beziehungsweise in einem anderen Video, siehst du, dass dieser Drachen insgesamt 80 cm lang sein soll. 80 Zentimeter soll der lang sein. Das heißt, hier unser C ist gleich 80 cm und der hat eine Spannweite von 50 cm. So, bei dem Drachen hatte ich ja gesagt, man sollte Hochachse, also den Längsschnitt, also den Schnitt durch die Hochachse, mal die Längsachse nehmen, also 80 cm mal 50 cm und davon dann die Hälfte. So, jetzt haben wir 80 mal 50, erstmal die Nullen hier ausblenden, 8 mal 5 sind 40 und dann noch die Nullen dazu sind 1/2 mal 4000, also 80 mal 50 sind 4000 und Zentimeter mal Zentimeter sind Quadratzentimeter. Die Hälfte von 4000 Quadratzentimeter ist also gleich 2000 Quadratzentimeter. Das könntest du jetzt noch in Quadratmeter umrechnen oder in was auch immer du gerne möchtest. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall aussagekräftig hier. 2000 Quadratzentimeter ist der Drachen hier groß. Und Sophie sagt, ja, ist ja ganz leicht mit der Formel. Ich kann das hier nochmal zeigen mit meinem Taschenrechner. Also 3,5 mal 3,5 sind 12,25. So, jetzt haben wir schon mal den Flächeninhalt berechnet. Wir müssen aber auch noch den Umfang berechnen. Und der Umfang, der war angegeben mit A plus A plus A plus A, also 4.